Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Heute freue ich mich wieder auf die tolle Heilpraktikerin Alexandra Casa. Mit ihr durfte ich schon eine Sendung machen über Wechseljahre, Wandeljahre. Und sie ist auch Hormonspezialistin, Spezialistin für Frauenheilkunde, Schmerz- und Stresstherapie. Und heute sprechen wir darüber, wenn unsere Hormone außer Rand und Band sind. Und ein wichtiges Thema, weil die Hormone haben noch unglaublich viel mehr Einfluss, als man allgemein denkt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für uns alle. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Alexandra. Hallo Silvia, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, wir sind fast nicht fertig geworden mit der letzten Sendung. Wir müssen uns beeilen, weil es ist ein so großes und so wichtiges Thema. Wir haben es schon gesehen in den Wechseljahren, aber auch allgemein, weißt du, die Hormone haben ja so viel Einfluss eben auch auf Herzkreislauf, auf Prophylaxe bei Krebs und ganz viele Dinge, die uns nicht bewusst sind. Und ich bin sehr dankbar, dass du uns da weiter aufklärst. Gerne. Gerne. Ja, ich möchte direkt mal mit ein bisschen Theorie einsteigen heute. Ja, ja. Ich habe dazu auch ein Bild mitgebracht, dass man so ein bisschen auch mal verstehen kann, was die Hormone oder was die Hormone mit uns machen und wie das überhaupt alles funktioniert. Die Frage, die sich viele stellen, ist ja erstmal, was sind überhaupt Hormone? Man sagt das immer so lapidar daher, Hormonprobleme. Ja, aber was ist denn das? Was passiert da überhaupt? Und man kann sagen, Hormone sind Botenstoffe mit Geheimbotschaften. Ne? Ja, das ist schön gesagt. Die immer irgendwas mitteilen dem Körper. Und die Kommandozentrale, die sitzt im Gehirn. Ja. Das ist unsere Hirnanhangdrüse. Das sieht man hier auch ganz schön auf dem Bild, was passiert im ganzen Körper. Also diese Kommandos werden an alle Organe gegeben über das Blut. Und ich möchte das mal anhand der Schilddrüse erklären. Viele Menschen kennen ja den TSH-Wert. Den kriegt man oft auch vom Arzt gesagt, der TSH-Wert ist gut, Schilddrüse ist in Ordnung. Leider ist das nicht immer so. TSH bedeutet übersetzt Thyreoidea, stimulierendes Hormon. Das heißt, Thyreoidea ist die Schilddrüse. Das heißt, es stimuliert unsere Schilddrüse. Kommando von der Hirnanhangdrüse an die Schilddrüse, bitte Hormone produzieren. Das ist der TSH-Wert. Daraufhin produziert die Schilddrüse dann den freien T3 und den freien T4-Wert. Da gehört dann noch Jod zum Beispiel mit dazu, dass das funktioniert. Die werden aber meistens nicht gemessen. Das ist immer nur der TSH-Wert. Okay. Jetzt diese Logik, wenn ich einen niedrigen TSH-Wert habe, habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Dass man das auch mal versteht, wenn jetzt diese freien Hormone zu wenig produziert werden, T3, T4 in der Schilddrüse, kommt die Rückmeldung an die Hirnanhangdrüse, Hilfe. Ich kann nicht genug produzieren, ich brauche mehr Unterstützung. Und dann steigt der TSH-Wert, dass unten mehr produziert werden kann. Ja. Und dann sehe ich eigentlich da die Unterfunktion. Umgekehrt natürlich genauso, wenn ich zu viel produziere, gebe ich nach oben Stopp, brauche nicht mehr, ich habe genug hier unten. Und das ist mit allen Hormondrüsen so. Und da gibt es ja dann auch fatale Fehleinschätzungen, oder? Ja, ganz häufig. Wirklich fatal. Ganz häufig. Ja. Also das Häufigste, was ich sehe, ist, TSH-Wert ist in Ordnung, dann wird gar nicht weitergeguckt, aber die Frau hat vielleicht ein Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und dann hat die vielleicht einen TSH-Wert von 2,9. Der Normwert geht von 0, die Labore sind da unterschiedlich, bis 4 normalerweise. Und alles, was bis 4 geht und manchmal auch bis 6, da sagt der Arzt meistens gar nichts, da wird nichts gemacht. Ja. Aber eigentlich ist ab 2,5 schon Alarm. Nur bei Wikisana haben Sie die einzigartige Möglichkeit, direkt mit unseren Experten in Kontakt zu treten. Erhalten Sie noch heute Antworten auf Ihre spezifischen Fragen von den Experten Ihrer Wahl. Und was bedeutet das jetzt konkret? Was würdest du alles messen, für wirklich eine gute Information zu bekommen? Also ich würde immer auch die Hypophysenhormone mitmessen. Das kann man im Blut, in dem Fall eben den TSH-Wert und dann eben auch die FT3, FT4. Das würde ich immer im Blut machen. Und bei entsprechenden Beschwerden natürlich auch, gerade was die Autoimmunerkrankungen angeht. Das ist ja immer so ein Chamäleon. Da könnte man ein eigenes Thema rausmachen mit Symptomen, ständige Gewichtszunahme, Depressionen, Stimmungsschwankungen und so weiter. Da würde ich auch die Antikörper mitmessen. Ja. Und welche Rolle spielt deiner Meinung nach der Jodmangel?
Eine ganz große Rolle. Ja. Ich messe auch Jod, das kann man im Urin am besten. Macht der Patient selber am ersten Morgen Urin. Und ich sehe eigentlich immer einen Jodmangel. Ich habe fast nie was anderes gesehen, es sei denn, die Patientin hat schon substituiert. Ja. Und wir müssten eigentlich dreimal die Woche mindestens Fisch essen. Und da geht es ja dann auch noch um die Omega-3-Versorgung. Aber Fisch kann man ja heutzutage fast nicht mehr genießen, weil er so voll ist mit Giften. Ne? Ja. Wie würdest du das die Jodaufnahme empfehlen? Am liebsten über Algen. Ja, also ich empfehle Algenkapseln, da weiß man genau, wie viel drin ist. Je nachdem, wie stark der Jodmangel ist, mit 100 oder 200 Mikrogramm, ist man da gut versorgt. Und dann teste ich nach 3-4 Monaten nach. Mhm. Und dann kann man dann auch eventuell auch mal auf alle paar Tage Jod gehen. Aber meistens kann man es nicht wieder weglassen, wenn man die Ernährung nicht ändert. Ja. Also ist da die Kelbalge oder empfiehlst du da etwas Spezielles? Ja, zum Beispiel die Kelbalge. Ja. Mhm. Okay. Man kann natürlich auch Algen essen. Ich versuche meine Patienten immer da so sanft hinzuführen. Muss ja nicht gleich ein Algensalat sein, aber da gibt es ja tolle Rezepte auch, tolle Algenkochbücher oder im Internet mal was probieren und auch schöne oder gute Versandhäuser, die Algen anbieten in Bioqualität. Mhm. Probieren. Man kann einen Humus machen mit Algen drin, dass sie ein bisschen versteckt sind erstmal. Und das ist auch eine gute Jodversorgung. Ja, da muss ich mich auch mal noch weiter vortasten. Ja, ich habe schon viel probiert und das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich habe auch schon probiert, das war nicht so gut, aber vielleicht habe ich das falsch probiert. Genau. Ja, und wozu brauchen wir Hormone? Regeln eigentlich alles. Ja. Kurz gesagt, alles. Stoffwechsel, Temperatur, Haushalt, gerade die Schilddrüse auch. Das viele frieren oder das viele schwitzen, sage ich auch den Frauen in den Wechseljahren immer, Schilddrüse kontrollieren auch. Nicht nur die Geschlechtshormone. Ja. Das ist oft ein Riesenthema. Aber das wird eigentlich beim Frauenarzt gar nicht thematisiert? Nein. Leider nicht. Leider auch nicht beim Kinderwunsch. Das ist ja auch immer ein Thema. Dem TSH-Wert, der dann eigentlich unter 1 sein sollte, genauso wie bei der Hashimoto-Thyreoiditis. Da muss man einfach darauf achten, dass der runtergeht. Ja. Und das ist manchmal auch mit Jod getan. Ja. Auch bei der Hashimoto, mit natürlichem Jod. Ja. Vorsichtig gehandhabt, so ein bisschen auch nach Symptomatik gucken, aber das geht sehr gut sogar. Tyrosin ist da auch nochmal was, eine Aminosäure für die Schilddrüse. Ja. Da haben wir noch ein extra Video zu. Ja, Wachstum natürlich, Entwicklung, Fortpflanzung, Liebe, Gefühle, Riesenthema. Ja. Wie viele Frauen gibt es, die lernen ihren Partner kennen in der Zeit, wo sie die Pille nehmen? Mhm. Und dann kommt der Kinderwunsch, dann wird die Pille abgesetzt und plötzlich denke ich, oh. Also, habe ich mich für den Mann entschieden? Echt jetzt? Ja. Okay. Ja, wirklich ganz oft. Man kann den Partner vielleicht nicht mehr riechen. Ja. Es verändert sich ja alles. Mhm. Also, das ist schon auch ein Riesenproblem. Man sollte vielleicht rechtzeitig vor dem Kinderwunsch dann mal gucken. Ja, Wasser- und Fetthaushalt natürlich und auch Stress. Ne? Ja. Weil wir sprechen ja hier auch von Stresshormonen, nicht nur die Geschlechtshormone. Unser größtes Stress oder wichtigstes Stresshormon, Cortisol, das messe ich auch sehr häufig. Und das ist bei vielen Menschen in der ersten Phase, sage ich mal über Jahre, völlig erhöht, bis sie dann irgendwann in neben deren Erschöpfung kommen. Es kommt eigentlich ins Burnout. Ja. Das ist messbar durch niedrigen Cortisolwert. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Hormone und wir haben einfach ein paar heute mal rausgepickt. Ja. Und eben, man muss auch sagen, das gilt nicht nur für die Frauen. Nein, natürlich auch für die Männer, natürlich. Die werden immer ein bisschen vergessen. Gell? Ja, genau. Bei mir in der Praxis geht es so, dass die Frauen sagen, behandeln sie eigentlich auch Männer? Ja. Darf ich ihnen mal einen Mann mal schicken? Ja. Der hat, glaube ich, auch irgendwas mit den Hormonen. Die Männer, die sind dann vielleicht weniger offen, eben all die Probleme, die sich dann zeigen. Genau. Ja, aber es ist schon, auch der Mann kommt ja in die Wechseljahre. Ja, eben. So ab Mitte 40 kann da auch der DHEA oder Testosteronwert abfallen und dann, oder auch eine Nebennierenerschöpfung, ein Burnout, das sollte man auch mal alles messen, um zu schauen. Und auch der Mann kann Schilddrüsenprobleme haben, nicht nur die Frau. Ja. Das Östrogen, so das klassische Frauenhormon, als unser Schönheitshormon, das natürlich auch der Mann hat. Wenn der Mann zu viel davon hat,
wachsen eben häufig auch mehr, hat ein häufiges Brustwachstum sozusagen oder auch Prostata-Beschwerden, dass die Prostata wächst. Bei einem Mangel an Östrogen ist eigentlich alles das, was unsere Schönheit ausmacht, geht verloren. Mhm. Die Haut wird trocken, faltig, die Haare werden trocken und fallen vielleicht aus. Wir bekommen vielleicht Stimmungsschwankungen bis zur Depression, können nicht mehr richtig schlafen, haben Libidomangel, häufig auch in Verbindung mit Trockenheit, dass die Vaginalschleimhaut auch trocken wird, Hitzewallungen, Kopfschmerzen. Also das sind alles so diese Mangelsymptome. Ja. Die kommen aber häufig erst in den späteren Wechseljahren. Was verstehst du unter späteren Wechseljahren, wenn die Blutung schon gestoppt hat? Oder? Nicht unbedingt. Nicht einfach so. Also der klassische Verlauf ist eigentlich so mit Mitte 30, Ende 30 fängt es an, dass der Progesteronwert runtergeht und also das Gelbkörperhormon. Und dann viel, viel später kommt dann Östrogenmangel dazu. Das ist so das Typische. Okay. Und ein Überschuss ist natürlich alles das, was uns als Frau ausmacht, wenn es zu viel ist. Ja. Also größere Brüste, mehr Gewicht, Wassereinlagerungen, auch Migräne, alles, was zu viel ist, was wächst, Myome, Zysten, Gallenblasenprobleme, auch Krebserkrankungen, ganz, ganz häufig durch Östrogenüberschuss. Okay. Und wie oft sieht man, dass die Frauen kommen und die Gebärmutter ist dann leider schon weg? Und ich frage, warum ist die denn operiert worden? Ja, weil ich ein Myom hatte. Und da wird nicht mal geschaut, ob vielleicht ein Östrogenüberschuss das Problem ist. Denn ein Östrogenüberschuss gibt diesen Reiz, bitte wachsen. Zellen bitte wachsen. Und da ist ein Myom ganz klassisch. Ja. Und da könnte man vielleicht auch... wiederkehrende Myome eben und dann wird die Gebärmutter entfernt. Und man schaut eigentlich nicht auf die Grundursache. Genau. Und dann ist ja das Problem nicht gelöst. Das ist ja wie beim Auto, wenn das Öllämpchen leuchtet und ich nehme das Öllämpchen raus. Es kommt, es kommt ja doch irgendwo wieder raus. Absolut, ja. Und der Bluthochdruck ist oft auch Östrogenüberschuss. Bei Männern und Frauen auch? Ja. Ja. Das Progesteron, sagt man, ist unser Wohlfühlhormon. Das ist eben das, was in den früheren Wechseljahren, also Mitte 30 schon, abfallen kann. Da kommen wir dann so in diese Stimmungsschwankungen. Das ist ganz typisch. Also man sagt eigentlich, Progesteron ist eher Reizbarkeit, Östrogenmangel ist eher so viel Weinen, Weinerlichkeit. Okay. Progesteron schützt uns vor all dem, was einen Östrogenüberschuss macht. Also Schutz vor Brustkrebs, Schutz vor Wucherungen aller Art. Es fördert Wasserausscheidung und Fettabbau, unterstützt die Schilddrüse, auch gerade bei Autoimmunerkrankungen, bei der Hashimoto, Progesteronmangel, ganz, ganz häufig. Ja. Auch die Haare, Haut, Libidopotenz wird unterstützt. Der Schlaf, Schlafmangel, bei Männern wie bei Frauen, häufig Progesteronmangel. Okay. Ja. Und auch Allergien, da könnte man auch immer mal auf Progesteron schauen. Ah, spannend. Ja, ist so komplex. Je mehr, dass du erzählst, ich wusste schon, dass es komplex ist, desto wichtiger ist es wirklich, dass man zu einem Spezialisten, Spezialistin geht und es wirklich versteht. Ja, ja, natürlich. Ja. Man kann sich da auch selbst schlecht helfen. Das geht uns als Therapeuten ja auch so. Ja. Man kann das schlecht selber einschätzen. Da braucht man schon jemanden, der das dann vernünftig auch auswertet. Ja. Und so viele Fehldiagnosen und eben auch dann für den Körper zusätzliche Belastungen können daraus resultieren, wenn man es nicht versteht, oder? Ja, natürlich. Ja. Und leider ist es ja so, dass es immer mehr Anbieter auch gibt heutzutage für Speicheltests, die man im Internet kaufen kann. Und dann machen die Patientinnen das daheim, können es aber nicht richtig auswerten, wissen dann also nicht, da kommen auch viele Patientinnen dann zu mir mit dem Test und sagen, ja und jetzt? Ja. Finde ich dann immer ein bisschen traurig, die werden dann auch damit alleingelassen. Ja. Ja, und bei dem Mangel eben diese Unregelmäßigkeiten des Zyklus und der Regelschmerz, das ist was ganz, ganz Typisches, ne? Starke Blutungen, Regelschmerzen, diese Krämpfe und auch Unfruchtbarkeit. Ja. Da gibt es auch so viele traurige Fälle von Frauen, die sagen, ja, ich habe nie Kinder bekommen können, haben aber die typischen Symptome, wie immer Schmerzen gehabt bei der Regel, immer starke Blutungen, immer wieder Myome. Und hätte man vielleicht da ein bisschen mit Progesteron unterstützt, wäre es vielleicht auch so gewesen, dass es geklappt hätte. Ja, so wichtige Botschaften. Ja. Kopfschmerzen, Migräne, ganz typisch, Progesteronmangel, gerade so diese Migräne, die in der zweiten Zyklushälfte kommt. Bei den Männern auch? Die kann auch, dieser Cluster-Kopfschmerz kann auch damit zusammenhängen. Ja.
Männer haben auch nicht selten Progesteronmangel. Okay, spannend, mhm. Ja. Ja. Schlafstörungen, Panikattacken, also diese psychischen Symptome, mhm. Ganz, ganz häufig Progesteronmangel. Mhm. Und dann möchte ich ganz gerne das DHEA mhm. noch ansprechen. Das kennen die wenigsten. Ich habe mal auf einer Fortbildung gelernt, das heilt einfach alles. Ja. Heißt eigentlich anders, Dehydroepiandrosteron. Ja. Aber kann kein Mensch aussprechen. Ja. Und dieses, das heilt einfach alles, das ist bezeichnend, weil so unser Lebenssaft ist. Mhm. Und das geht uns verloren. Ja. Im Laufe der Jahre. Wir haben einfach im Alter ganz, ganz wenig DHEA noch. Und das merkt man dann eben auch an Hautproblemen. Oft so diese ganz, ganz trockene Haut, rissige Haut. Wenn so die Fingerspitzen aufreißen oder diese Schrunden an den Füßen oder die Haut sich so richtig abschält, ganz schuppig wird, das ist oft ein DHEA-Mangel. Wichtig auch für Fettstoffwechsel, mhm. wenn die Frauen kommen und sagen, ich nehme so zu, aber eigentlich alles nur so um den Bauch herum. Ja. Das ist typisch auch für DHEA-Mangel und eben auch Immunsystem, mhm. Energiemangel. Da sollte man wirklich immer auf DHEA schauen, bei Männern und bei Frauen. Kannst du uns vielleicht auch sagen, was für Nahrungsmittel da vielleicht gut wären, oder kann man das mit Nahrungsmitteln oder nicht unterstützen? Nein, man kann natürlich so gesund wie möglich essen. Ja. Ich würde es aber wirklich als Hormon einnehmen, ja. Beziehungsweise cremen. Ich bin ja ein Fan von Cremes, Hormoncremes. Mhm. Alles, was über die Haut geht, geht nicht über die Leber. Ja. Wir haben es schon in einem anderen Vortrag mal besprochen mit den Metaboliten. Das ist beim Progesteron relativ gefährlich, beim Abbau des Progesterons, mhm. dass da eben gefährliche Stoffe entstehen. Können. Beim DHEA ist das nicht so. Also man kann auch DHEA tatsächlich einnehmen. Ich arbeite aber einfach mit D4-Cremes. Mhm. Das cremt man sich über die Haut oder als Globuli in D4 und das funktioniert hervorragend. Und kann man da, ohne dass man es gemessen hat, wenn man jetzt sagt, diese Symptome sind vielleicht für mich oder da spüre ich, dass das so ist, könnte man das einfach versuchen, ohne dass man Sorge haben muss, dass da irgendetwas entgleisen könnte? Ja, man kann das versuchen, aber ich empfehle es nicht. Ich empfehle eigentlich immer vorher alles zu testen mhm. und dann erst anzuwenden. Ja. Ja, weil nur so macht Sinn. Vielleicht ist es das ja auch gar nicht. Ja. Und dann gebe ich viel Geld aus und das ist nicht die Ursache. Mhm. Ich möchte eigentlich immer die Ursache wissen und dann gezielt behandeln. Ja. Ja. DHEA ist eben auch ein großes Thema Nebenniere. Also da hängt fast immer auch die Nebenniere mit zusammen. Ich würde dann also auch die Nebennierenfunktion untersuchen im Speichel. Ich würde einen Cortisoltest machen und dann vielleicht DHEA geben und die Nebenniere unterstützen. Ja. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Ja, hat auch einen riesengroßen Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System übrigens. Also alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da sollte man sich auch DHEA mal anschauen, sexuelle Funktionsstörungen, nachlassende Kraft, mhm. ja. Depressionen, Erschöpfung, Müdigkeit, das ist alles so typisch. Und dann zuletzt natürlich noch das Testosteron, mhm. für den Mann ja. bekannt, ja, aber für die Frau eben eher nicht so. Aber auch wir Frauen brauchen Testosteron. Man sagt so, Testosteron ist das Herzhormon, ist aber auch wichtig für Knochen- und Gewebefestigkeit. Also wenn es dann um Osteoporose geht, sollte man auch schauen, ob man genug Testosteron hat. Okay. Und gerade auch so diese Themen mit Libido-Mangel, die dann irgendwann kommen in den späteren Jahren, da hilft manchmal wirklich eine Minimaldosis Testosteron, um da wieder in seine Vitalität zu kommen. Spannend. Auch bei Frauen. Und auch über die Haut. Auch über die Haut, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Das sind so die Testosteron-Mangel-Symptome, mhm. die typischen. Da gehört auch die Zellulite dazu, mhm. Übergewicht. Und da kann man sich Testosteron tatsächlich auch mal so an die Stellen cremen, wo die Zellulite hervorsticht. Habe ich jetzt noch nie gehört, spannend. Ja, kann man tatsächlich machen, also wirklich mal an Ort und Stelle bringen. Und ich habe das vorher schon kurz angesprochen. Gibt es doch, weißt du, jetzt, wenn man sagt, Dinge, die du von der Ernährung her empfehlen würdest, oder führt das wahrscheinlich zu weit, weil ich denke, man kann doch schon viele, also ich denke jetzt so wie an Kakao, da hat es Tryptophan oder einfach diese Dinge, gibt es da auch Empfehlungen jetzt in Bezug auf die Hormone, die wir angeschaut haben? Oder? Ja. Wir kommen auch gleich zum Schluss nochmal dazu. Es gibt natürlich viele Pflanzen, die man je nach Beschwerden nehmen kann. Ob es jetzt bei, sag ich mal, Östrogenmangel, Salbei ist, bei Progesteronmangel ist hier die Jamswurzel ganz bekannt. Ja.
Ja. Also da gibt es schon viele Lebensmittel, die man da auch einsetzen kann. Ja. Testosteron wäre zum Beispiel die Brennnessel. Mhm. Man kann mit Brennnessel ja auch ganz viel mit Salaten, mit Tees. Ja, genau. Kann man auch seinen Testosteronhaushalt fördern. Den Giften. Und Entgiften. Ja. Also viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, genau. Sozusagen. Genau. Ja. Was ich in der Praxis entdeckt habe als zusätzliche Therapie zu dem allem, was ich schon gemacht habe, das ist quasi ein i-Tüpfelchen, das ist die Biophotonentherapie. Okay. Und da gehört alles dazu. Biophotonen sind ja Licht. Mhm. Und es ist so, dass die meisten Menschen ja in die freiwillige Käfighaltung gehen. Ja. Also gar kein Tageslicht mehr tanken. Also erstmal viel an die Luft zu gehen. Mhm. Ich arbeite in der Praxis mit Lichtakupunktur auch. Mhm. Und dann bekommen die Patienten auch die Biophotonen-Patches. Das sind Pflaster, die kann man sich einfach auf die Haut kleben. Und die bleiben dann immer 12 Stunden drauf. Mhm. Und je nach Bedarf gibt es da unterschiedliche Patches. Ja. Zum Beispiel einfach das Stammzellen-Patch. Das ist wirklich der Durchbruch in der regenerativen Medizin, kann man sagen. Weil Stammzellen gehen einfach uns verloren im Alter. Wir haben ja mit 60 Jahren eigentlich nur noch 10% Stammzellenproduktion. Und die Stammzellen gehen dahin, wo sie gebraucht werden, können Prozesse auslösen, die regenerativ wirken, können vielleicht sogar Krankheiten entgegenwirken, ohne dass wir hier Heilversprechen aussprechen. Mhm. Aber ich habe halt gute Erfahrungen gemacht mittlerweile. Ja. Kann die Haut sich regenerieren, es können Haare wieder wachsen und es kann vielleicht auch Osteoporose entgegenwirken. Das empfehle ich meinen Patienten immer als Grundgerüst der Therapie. Und dazu gibt es dann noch so zusätzliche Patches, die man kleben kann. Klingt sehr verheißungsvoll. Und jetzt gerade spezifisch auf die Hormone, gibt es da auch Patches? Ja, da kommen wir noch zu. Das X49 zum Beispiel, das ist jetzt was, was so Herz-Kreislauf noch unterstützt und auch den, wo wir jetzt über die Hormone sprechen, den Knochenaufbau. Mhm. Du hattest ja vorhin gesagt, so in den Wechseljahren Osteoporose, man weiß ja, wenn die Hormone nachlassen, dass dann auch die Knochen sich abbauen. Und das sind für mich einfach Mittel, mit denen ich entgegenwirken kann. Mhm. Ich nehme nie nur ein Mittel. Ne? Ich nehme jetzt zum Beispiel das Patch und dazu Nahrungsergänzung und dazu homöopathische Hormone. Und das ganze Paket, das macht es dann aus. Ja. Hier habe ich dann zum Beispiel auch so eine Lösung von Blockaden. Man kann das so ein bisschen als Mischung zwischen Bioresonanz und Akupunktur auch sehen. Und die Patches klebst du dann auf Akupunktur? Punkte oder wie muss ich das verstehen? Genau, das kann der Patient auch selbst. Da gibt es eine Anleitung dazu. Es gibt die klassischen Punkte, zum Beispiel der 7. Halswirbel, der hier so hervorsticht oder 2 Finger breit unter dem Bauchnabel. Mhm. Das macht man bei den Stammzellen-Patches, aber bei den speziellen Patches, das wäre jetzt zum Beispiel das Hormonpflaster, sage ich mal. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, dass da irgendwas über die Haut geht. Es geht nichts in den Körper hinein. Ist Information. Es ist nur Information. Und das ist ja eigentlich die neue Art der Medizin, die jetzt eigentlich kommt. Das SP6 ist eher so zur Regulation von Hormonen, ohne irgendwas zu erhöhen oder herunterzudrücken, sondern wirklich in die Mitte zu bringen. Ja. Und es reduziert Heißhungerattacken. Also das sind ja für mich phänomenale Aussichten. Und wie ist es dann, wenn man denkt, oh, okay, also ich habe das und das und das. Gibt es da eine Kontraindikation oder kann man ganz verschiedene Patches miteinander kleben? Ja, kann man. Man kann die alle miteinander kombinieren. Ja. Also ich sage immer, das X-Pflaster, eigentlich das X39 immer als Grundtherapie und dazu je nach Bedarf. Man kann jetzt zum Beispiel das SP6 dazu nehmen. Man kann entgiften, zum Beispiel mit dem Glutathion-Pflaster. Das fördert auch die körpereigene Produktion von Glutathion, unserem wichtigsten Antioxidant, was ja auch zum Zellschutz ganz wichtig ist. Ja. Und man kann das zum Beispiel auch so machen, dass ich dann von Montag bis Freitag das SP6 und am Wochenende dann das Glutathion nehme. Ich selber habe meistens so 3 verschiedene pro Tag. Oder auch nach Bedarf, wenn ich morgens aufwache und denke, puh, jetzt bin ich aber müde, dann nehme ich vielleicht mal was, was die Energie steigert. Also ich werde das auch versuchen. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Oder heute habe ich zum Beispiel das E.ON drauf. Das E.ON fördert die Entspannung. Ja, das merkt man. Man ist ja natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Und, aber das merkt man nicht, ja. Also hat es irgendwie funktioniert. Ganz toll. Und also habe ich das richtig verstanden? Man lässt es dann den Tags
tagüber, oder gibt es da, wenn man es jetzt zu lange drauf lässt, da passiert auch nichts? Nein, oder? Da passiert ja nichts. Also ja, man kann es nicht genau untersuchen, aber man sagt, so 12 bis 16 Stunden ja ist die maximale Wirkung. Ja. Das ist so wie mit, ich sag mal, Akupunkturdauernadel, okay, so erkläre ich es ja immer. Ja. Da lässt die Wirkung auch irgendwann nach, weil man setzt einen Reiz und man nimmt den aber auch wieder. Ja. Okay. Und dann muss es einfach wieder runter. Die Haut sollte ja auch mal wieder atmen. Ja. Und dann macht man 12 Stunden Pause, mhm, und dann am nächsten Tag wird wieder geklebt. Genau, an einem Patch einmal verwenden. Ja, ja, genau. Okay. Mhm. Man kann über Nacht, wenn man jetzt schlecht schläft zum Beispiel, ja, kann man auch noch eins nehmen, was die körpereigene Melatoninproduktion erhöht. Gibt es auch ein spezielles, das klebe ich dann abends auf. Und könnte man fast alle brauchen. Ja, eigentlich schon. Ich habe es auch am Anfang so gemacht, ja, habe mir alle geholt, um selber auszuprobieren, ja, dass ja man es empfehlen kann. Und ich könnte jetzt bei keinem sagen, es wirkt nicht. Ja, wunderbar. Genau, und das ist eben das, was ich dann noch zusätzlich empfehle, ja, die Pflanzen, Östrogenartige eben, mhm, zum Beispiel Salbei oder der Hopfen, also für die Frau ja ist tatsächlich das Bier, es kann ja auch ein alkoholfreies sein, mal ganz gut, wenn man unter ja Östrogenmangel leidet, für den mhm Mann eher nicht. Ja, sonst ja, ja, genau, kommt die Brüste. Und ja, der Bauch und die Brüste. Ja, genau. Aber gerade der Mann, der mag es ja und der möchte es auch nicht hören. Ja, aber man sieht es leider auch bei vielen Männern. Ja, 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 wirklich. Oder eben Rotklee, Soja, Himbeerblätter. Ja. Das ist ja eine Zeit lang in Verruf gewesen. Da weiß man aber heutzutage, dass es wirklich eher schützend wirkt. Ja. Gegen Krebs auch. Ne? Also ja die Phytoöstrogene, ja, die sind da auch sehr gut. Und was ich immer empfehle, ist Lein. Also Leinsamen, mhm, ein Esslöffel pro Tag, wirkt ausgleichend auf die Hormone. Und das kann man sich ja immer irgendwo reinmischen. Ja. Oder auch Leinöl. Ja. Und ja da nochmal als Tipp, Leinöl, denken ja viele, es ist meine Omega-3-Versorgung, ist es nicht. Ja, dann braucht genau man wichtiger Hinweis, das Fisch- ja oder Algenöl ja auf jeden Fall ja zusätzlich. Ja. Und das ja jeden Tag. Ja, genau. Absolut. Ja. Ja. Und natürlich so die üblichen Dinge wie Leberunterstützung, Darmunterstützung und ja die bioidentischen, homöopathischen Hormone, das wäre so für die erste Zyklushälfte, mhm, und in der zweiten gibt es so spezielle Pflanzen, die dann auch gegen PMS wirken können, ja, wie Frauenmantel, Schafgarbe, gerne auch als Tee oder als Urtinktur, gibt es mhm ja in der Apotheke. Der Mönchspfeffer, der wirkt übrigens erst nach 3 Monaten. Ja, ne? Okay. Da geht es erst richtig los. Oder die Jamswurzel, die eigentlich eher auch über die Nebennierenunterstützung wirkt. Mhm. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben so vieles angesprochen. Es gäbe noch ganz viele Fragen, aber ja eben, wir machen noch weitere Sendungen. Und ich finde es ganz toll, wie du arbeitest und schön, dass du das mit uns teilst und Anregungen gibst. Auch wenn wir sicher noch nicht alles in der Tiefe verstanden haben. Aber was man verstanden hat, ist wirklich die Komplexität und dass man wirklich bei ganz vielen Beschwerden das wirklich nicht außer Acht lassen darf. Mhm. Vielen Dank, warst du hier. Ja, sehr und gerne. Ich bin mir sicher, ganz viele Menschen möchten noch wissen, wo man weiter eintauchen kann. Wie erreicht man dich? Also mich selbst erreicht man in meiner Praxis in mhm Burgberg im Allgäu. Da muss man aber nicht hinkommen, weil ich auch online arbeite. Man mhm kann mich also anschreiben unter www.naturheilpraxis-casa.de. Mhm. Und wer mehr über die Patches wissen möchte, das ist www.lichtenergie.eu. Da gibt es alle Informationen, aber die Menschen dürfen mich auch gerne anschreiben und auch Therapeuten, Kollegen, Kolleginnen, die mehr darüber wissen möchten, wie man es in der Praxis anwenden kann, dürfen sich gerne mit mir in Kontakt setzen, da gebe ich gerne Informationen weiter. Wunderbar, weil vielen lieben so Dank. Ich so davon überzeugt bin. Ich liebe ja, es einfach. Du hast mich auch schon überzeugt. Ich werde es testen. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so wichtige, umfassende Informationen, eben wie gesagt, vielleicht noch nicht ganz in der Tiefe verstanden, aber wir wissen, dass wir da hinschauen müssen und dürfen. Und ja, ich hoffe, Sie konnten auch etwas aus der Sendung ziehen, sind bei der nächsten wieder dabei. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.